So. Liebe Bürgerinnen und Bürger, am Rudolfplatz. Jetzt geht das hier los. Ich bin der Erste, ich bin Klaus der Geiger. Und ich spiele jetzt mal kurz drei Liedchen und dann wird's laut. Ihr meint wohl, die Geschichte, die wäre frei erfunden. Dort ist die Wahrheit. So wahr, wie ich hier stehe. Ich wollte und wohl immer, will immer noch keine Stelle bei so einer Firma haben. Ich nahm mir meine Violine und fing als Straßenmusiker an. Und bin immer noch dran, so dann und wann. Ja. Zum Beispiel hier und jetzt. Weil ich brauch keine Handschellen und keine Armbanduhr. Kein Gutachten vom Psychiater und kein Röntgenbild dazu. Ich scheiß auf Karriere. Ich bin auf der Straße. Weil da bin ich mein eigener Herr. Und ihr auch. So, ne? Und so kriegen wir Spaß, wenn wir Spaß kriegen wollen. Yay! Yeah. Okay. Wunderbar. Ja, dann möchte ich auch nochmal für die Veranstalter hier ganz herzlich euch willkommen heißen zum Internationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher. Wir haben heute ein sehr unterschiedliches und buntes Programm zusammengestellt, um auf das Thema Drogengebrauch aufmerksam zu machen, um auch nochmal andere Akzente zu setzen und darauf aufmerksam zu machen, dass nach wie vor in Köln ungefähr 50 Leute jedes Jahr am den Folgen von legalisierten Drogenkonsum versterben müssen. Und dagegen müssen wir dringend ein Zeichen setzen und wollen wir dringend ein Zeichen setzen und auf unsere Arbeit, unsere Angebote im Alltäglichen aufmerksam machen, aber eben auch die Möglichkeit geben, später sich zu besinnen, sich der Leute zu erinnern, die verstorben sind, die von uns gegangen sind. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und bedanke mich bei allen, die in der Vorbereitung oder heute an der Gestaltung des Tages sich noch beteiligen und sich eingebracht haben. Und wünsche euch da viel Spaß. So, jetzt mache ich ein Liebesliedchen. Ne? Jetzt mache ich mein Liebesliedchen. Muss auch sein. Ne? Die Dame heißt Angie. Die Angie, die war ja so verliebt in Barack Obama, ja, dass es sowas gibt. Doch dann hat der Barack ihr Handy abgehört. Das hat die Beziehung empfindlich gestört. Das hat die Beziehung empfindlich gestört. Die Angie, die schrieb ihm einen Brief. Mein Liebster, warum nur verletzt du mich so tief? Der Barack antwortet, nun schau dich doch mal um. Du bist ja nicht die Einzige, drum jammer hier nicht rum. Du bist ja nicht die Einzige, drum jammer hier nicht rum. Wir sind die Guten und ihr gehört dazu. Drum seid gefälligst dankbar und gebt gefälligst Ruhe. Und liebe Angela, du weißt ja, wie es ist. Wer hier nicht für uns ist, das ist ein Terrorist. Wer hier nicht für uns ist, das ist ein Terrorist. Und unsere Investitionen, ja, Angie Baby, die müssen sich lohnen. Da helfen nicht nur blaue Bohnen und auch nicht Zyberkrieg und Drohnen. Da geht es um Informationen. So, jetzt kriegt ihr mal eine Kostprobe von Klaus dem Geiger. Solo. Na, wie war das? Ja. Oh, meine ich doch, ne? Ha! Yeah. Was meinst du, was das für Spaß macht? Komm, Angie Baby, halt dein Maul. Und was es geht, das weißt du genau. Es geht um Macht.
über das Volk und wissen, wo das Volk nicht folgt. Und wissen, wo das Volk nicht folgt. Vergleicht das Volk mal mit einer Kuh. Wer kriegt die Milch? Wer melkt die Kuh? Und kriegt vielleicht das Fleisch dazu? Tja, Angie Bär, ich oder du? Ja, Angie Bär, ich oder du? Okay, wir teilen uns die Beute. Wir sind ja Partner hier und heute. Doch stell dir vor, die Kuh geht laufen. Nichts mehr zu futtern, nichts mehr zu saufen. Für uns und unsere ganzen Haufen. Sieh mal klar, der Snowden, das ist die Gefahr. Macht, dass das Volk ihn schnell vergisst, damit er nicht mehr schädlich ist und uns an unsere Karre pisst. Yeah. So, eins habe ich noch. Mal gucken, welches. Ein Lied. Das ist ja nicht so, das ist ernst. Jambolei, Jambolei, there's fire in the dead man's eye. Jambolei, Jambolei, there is fire in the dead man's eye. Jambolei, Jambolei, there is fire in the dead man's eye. Jambolei, Jambolei, there is fire in the dead man's eye. Nummer eins und Nummer zwei. Gewinner und Verlierer, Loser and Winner. Sag mir mal, was ist das Schlimmer? Jambolei, Jambolei, there is fire in the dead man's eye. Jambolei, Jambolei, there is fire. Ich bin der Winner und das finde ich fein. Nur das Verlieren, ha, das darf nicht sein. Ich hab einen Machtwert und der will hin. Wenn ich nicht mehr am Gewinnen bin, drum lebe ich nur noch für den Sieg, auf das ihn ja kein anderer kriegt. Ha, weil Loser sein, dann ist zum Heulen. Ha, da eko ich mir doch mal lieber ein und zieh mir echt einen rein. Jambolei, Jambolei, it's fire in the dead man's eye. Jambolei, Jambolei, it's fire in the dead man's eye. Ich bin der Loser, den man vergisst. Obwohl ohne uns gäbe es keinen einzigen Winner nicht. Erster ist Weltmeister. Zweiter ist... Ja, sag mal, wer? Das fand ich immer schon bestusst. Ob ernst und viel, dass man gewinnen muss. Das Leben eng und fad. Der Rest ist hin. Ha, das finde ich schad. Jambolei, Jambolei, will
There's fire in the dead man's eyes. Jambalaya, jambalaya. There's fire in the dead man's eyes. Sterben ist Natur. Nur das Gewinner und Verlierer sein, das ist der Schwachsinn. Pur! Das abgeschafft. Ha! Stellt euch mal vor. Das Paradies, das öffnet Tür und Tor. Jambolei, Jambolei. There is fire in the dead man's eyes. Jambolei. Yeah. Danke schön. Hans und Klaus der Geiger. Alles Gute. Auch für die Toten. Danke schön. Thank you.